Wir sind wieder zurück, heute mit dem Top-Titel Mini Ninjas. Ich glaube, viele unter uns haben sich schon gefreut. Wahrscheinlich auch die kleinen Kinder, ich glaube, zu Weihnachten unter dem ein oder anderen Weihnachtsbaum kann ich mir schon vorstellen, dass da Mini Ninjas liegen wird, weil Ninjas und im Kinder-Look, sage ich jetzt einmal, und Kinder und Ninjas, das ist eine gute Mischung und zusammen ist das, glaube ich, was Gutes für die Eltern, weil ich sage mal, du fließt kein Blut von Resident Evil. Der Neite ist natürlich heute auch bei mir. Hallo. Hallo, danke, dass du mich erwähnst, bevor Ja. du gleich zum Spiel kommst. Ich sage einmal, natürlich muss man aufpassen bei den Statisten, weil wenn man da dann immer der erwähnt, ganz am Anfang gleich und auf den eingeht, dann könnte man da die Hauptdarsteller mit den Statisten verwechseln und das geht auch nicht. Also vorstellen wird es jetzt wieder ich, der Neite wird mich wieder mit Fragen löchern, die ich natürlich wieder alle souverän beantworten werde für euch und für Neite. Ja. Aber ich bin mir sicher, das Spiel wird auch gefallen, weil, wie gesagt, Ninjas, Kinder-Ninjas, die ganze Paletten, bestimmt ein Okay. Highlight. Ich hätte gesagt, gehen wir rein, Fangen wir an. gehen wir gleich einmal auf Spielen, dann geht's eben los. Ich glaube, lassen wir mal kurz das Intro laufen, hätte ich gesagt. Vielleicht kriegt ihr noch mal ein bisschen was mit von der Geschichte. Sag mal, zwei Sätzen, was ist da passiert? Eben, ja, wollte ich gerade drauf zurückkommen, es schaut eben so aus, wie in den meisten Spielen gibt es einen bösen galaktischen Warlord, unter anderem auch bei Scientology, da hast du halt Xenu, aber das ist eine andere Geschichte. Und der, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, wollte die Tiere für seine dunklen Machenschaften benutzen und die sind dann quasi besessen und kämpfen in seinem Auftrag, in seinem Namen und wollen da die ganze Welt sag ich mal, beherrschen. Und das geht natürlich nicht. Das ist mal nicht so los, ne? Nein, das kann man nicht zulassen. Das geht nicht. Und deshalb werden dann immer welche, also die besten Schüler, sagen wir mal, auf die Reise geschickt, damit die das eben unterbinden. Und bis jetzt sind halt keine noch zurückgekommen. Ja? Oh, Oh! das ist schlecht. Es ist schlecht, du hast das richtig erkannt. Und jetzt werden eben die zwei größten und besten und stärksten sowieso. Wahrscheinlich die allerschönsten Schüler losgeschickt, der Hero und der Futo. Und der Hero kennt wahrscheinlich der eine oder andere vielleicht aus der Serie Heroes. Mit dem hat er aber, glaube ich, nichts zu tun. Also vielleicht da eine kleine Enttäuschung unter die Heroes-Fans unter euch. Apropos, neue Staffel hat jetzt angefangen. Es gibt schon die ersten drei Episoden, was ich gesehen habe. Also schaut euch die an, weil es ist ziemlich gefinkelt. Ich muss sagen, man spürt das Intro, werden wir jetzt einmal kurz überspringen, weil ich will euch damit die ganze Freude rauben. Weil wenn jeder spürt und dann hat so gesagt, nein, bei den Spielern habe ich schon das ganze Intro gesehen. Was soll ich das jetzt überhaupt noch spielen? Jetzt weiß ich schon alles und weiß es, wie es ist, nicht. Oder man will dann nicht die ganze Vorfreude rauben, sage ich einmal, gell? Das kann ich nachvollziehen, ja. Aber ich würde sagen, fangen wir mal an, sagen wir, was das Spiel kann. Eben, ja, ich zeige euch eben, was das kann, ich zeige euch, wie es ausschaut und sowieso, wir sind ja da, um Sachen zu zeigen, das machen wir bei den Spielern und um Provision zu verdienen, das muss man auch sagen, wenn es euch kauft, kauft es euch über Amazon. Ihr zahlt nicht mehr, wir profitieren ein bisschen davon und alle sind glücklich. Und die Spieler können weiter existieren, Testberichte erstellen, schreiben, schneiden, ganze Paletten. Also man muss sagen, da steckt schon Arbeit dahinter. Jetzt haben wir eben da wieder eine kleine Szene zur Geschichte. Überspringen wir das gleich wieder, weil ich wollte mal sehen, wie das jetzt eben funktioniert. Wie ihr schon gesehen habt, es gibt natürlich den Ninja-Hut. Der darf natürlich nicht fehlen. Dazu ein bisschen mehr später. Okay, wie man sieht, das ist sehr nett animiert, Ja. kindlich gemacht. Ja, nicht nur kindlich, also das gefällt auch die Erwachsenen unter uns, glaube ich. Also wenn man schaut, sehr, sehr detailliert zum Beispiel, also die Gräser, das schaut schon sehr, sehr schön aus. Und ich muss sagen, da muss man sagen, das Ah, haben sie guten Morgen. schon ordentlich Im gemacht. Dorf Ich glaube, herrscht den eine Look, den sie eigentümliche wollten, haben sie Stimmung, bekommen. seit alle deine Wenn sie den Ninja wollten, von dann haben sie ihn unterwegs gekriegt, sind. ja. Okay, da wird Das uns. Rufzeichen da erinnert an einem an World of Warcraft. Wollte ich gerade sagen, ja, also da bist ja du Das. der Spezialist. Ja, Und er schaut nach sagt einem uns Quest eben, aus. ja, es schaut nach einem Quest aus. Er schickt uns eben jetzt auf die Reise, um die Ninja, also
weil meine Ninja-Freunde weg sind und findest du nicht sehr sonderbar. Und da weiß man jetzt schon, aha, da muss ich wohl. Da ist was im Busch und da kommt jetzt dann gleich die Action eben. Und der nächste mit dem Fragezeichen. Also. Der Rufzeichen. Hast du mit dem Ninja-Meister gesprochen? Zu so später Stunde kann man, glaube ich, schon nochmal den einen oder anderen Fehler machen. Und noch so viele Resident Evil Sessions, ja, richtig. Und da sagst du dann, wenn ihr wieder da bist, du ja, hast du schon mit dem Ninja-Meister gesprochen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt noch dem Ninja-Meister Ausschau halten müssen. Und jetzt sind wir eben da im Ninja-Dorf. Ich gehe mal davon aus, da vorne steht jetzt der Ninja-Master. Oh, mit dem. Da bist du ja endlich. Und der hat mich schon erwartet, mich, Hero. Der Ninja-Meister hat mich gebeten, so aus, dass dein Training schnellstmöglich abzuschließen. Da sehen wir jetzt schon. Wie verhält sich das Angreifen? Ist das nur ein Knopf zum Drücken? Oder also, wenn man so. Kombos wie bei manchen Beat'em up? Das Kampfsystem ist ziemlich simpel gehalten. Ich will euch da jetzt nicht zu viel von Sachen erzählen, die ihr dann sowieso seht. Ich sag mal, erwartet euch jetzt nicht vielleicht ein King of Fighters 12 mit riesenlangen Kombos. Das kriegt ihr in dem Ninja-Spiel sicher nicht, aber. Mini Ninjas punktet schon gewaltig mit seinem Charme ganz allein. Sag mal, immer besser, junger Freund. Entweder gefällt es einem wirklich gut, würde ich sagen, oder man ist jetzt vielleicht von der Grafik nicht so angetan von dem ganzen Ambiente. Aber ich sag, Leute, denen zum Beispiel der Zelda Wind Waker gefallen hat, die werden bestimmt von Mini Ninjas begeistert sein. Vor allem ist es ziemlich gefinkelt und gefährlich, muss ich sagen, die japanische Kampfkunst da. Mit so einem Comic-Look zu verbinden und vor allem dann auch noch für Kinder das Blut rauszuschneiden, damit sie auch die Kleinsten unter den Kleinen spielen können. Natürlich, also. Vermisst man das Blut vielleicht oder vermisst man es eher nicht? Ich sage einmal, für die Tenshu-Spieler unter uns wird es natürlich ein Problem sein. Ich habe jetzt kein Problem damit, Spiele zu spielen, in denen kein Blut oder wenig Blut vorkommt oder so wie das eben komplett im Cell-Shading-Look gehalten ist. Aber Entschuldigung, Cell-Shading-Look ist das jetzt glaube ich nicht komplett, aber so kindlicher ja. Look, so in die Richtung. Ich glaube, wir sind für das Spiel schon zu alt. Wir checken das gar nicht, was wir speichern müssen. Das kann natürlich gut sein, weil. Wir Profis speichern eigentlich nie, oder? Wir spielen von Anfang bis Ende ohne Speicherstand. Sehr richtig, weil wir wissen, dass wir nicht sterben im Laufe des Spiels und schon gar nicht in Mini Ninja. Ich will immer Ninja Master sagen, aber Mini Ninja. Man hat gesehen, der Apfel, schau, bin auf einer heißen Spur, weil die sind schon alle gegessen, so wie es ausschaut. Oder sind das Blüten? Die waren ja sehr hungrig. Es schaut so aus, also. Kann sein, dass da vielleicht ein Füllfraß in der Welt unterwegs ist. Ist der Kollege vielleicht auch so gebaut wie du oder ist er vielleicht rundlicher? Ist der Äpfelfresser? Ich sag einmal, ich will euch jetzt nicht zu viel von meinem Kollegen erraten, weil ich will doch nicht, sag ich mal, die Story für euch ruinieren. Wenn es euch interessiert, jetzt das erste anspielen und ihr sagt, das wäre vielleicht was für mich, schaut es euch an. Ich kann es empfehlen. Mir gefällt das Spiel sehr, sehr gut. Und ich sag, wenn die Grafik jetzt nicht ein absolutes No-Go ist, dann kann man schon sagen, Mini Ninjas hat schon seinen eigenen Charme und das literweise wie Resident Evil Blood. Also. Da, wie man sieht, da wieder einige Enten sollen das glaube ich sein, die mir das Leben schwer machen wollen, aber Arschlag rechts, Arschlag links und. Was ist denn das, was du aufsammelst? Was sind denn das für Punkte? Weißt du das? Die Punkte, das sind glaube ich die Seelen von denen. Wenn sie das nicht sind, könnt ihr uns ja im Forum genau sagen, was das ist. Aber wir sagen jetzt einmal, es sind die Seelen. Und. So, jetzt sagen sie uns eben, wie wir den Mauersprung machen. Zack, zack. Das schaut jetzt leichter aus, als es ist. Also ich habe mich da jetzt schon ordentlich anstrengen müssen. Was sieht er, wie du schwitzt? Du siehst jetzt einmal.